Hallo, hallo. Hallo, hallo. 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 Hallihallo. Und ab dafür.
gucken, was dabei rumkommt. Nein, keine Kiste. Glück. Immer weiter Glück. Was haben wir denn hier als... Klinge... Sechs Schwerter, aber. Immer weiter Schwerter sammeln und stacken. Das war knapp. Ja, Ernte nehmen wir mit. Wo habe ich denn diese dämliche Kreissäge gesperrt? Puh, Glück gehabt. Ja, echt schief gehen können. Rüstung. Immer weiter sammeln. Stacken, stacken, stacken. Denn für ein Ding? Als ob das Spiel vorher nicht schwer genug war, ne? Muss man noch neue Sachen einfügen. Oh, jo.
Tempo. Das war jetzt aber schon knackig, also. Rüstung definitiv. Oder wieder von vorne. Ich glaube, mit dem Ritter ist Crit, Attack Speed und Rüstung das A und O. Und halt leben, ne? Also, aber das erklärt sich eigentlich von selbst. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, wenn ich hier irgendwas von mir gebe. Falls nicht, einfach in den Chat schreiben. Nicht genug. Ah, heute läuft gut, heute läuft gut. Und wieder von vorne. Jawohl, wenigstens das Schwert zusammen.
Nehmen wir auch. Rüstung. Schwert, Ente und weiter. Schwert, Hemd, ausgerenkter Kiefer, ja. Die sperren wir mal wegen dem Lebensabzug. Und weiter. Wo ist das Glück von eben hin? Wo es noch pro Typ hier eine Kiste gab, jetzt gibt's nichts mehr. Ja. Schwert, definitiv. Lebensabzug, Glück. Kein Geld für. Hoppala. Ja. Solide Runde. Ausweichen. Na, 6 Leben nehmen wir mit. Glück. Das. War das nicht die Welle, wo dieses hässliche Ding eben war? Oder kommt das nur, wenn diese komischen Pickel da platzen? Ne, da ist wieder so ein Ding. Oha. Mit. Mehr Leben. Glück. Schwert. Hase speichern.
Schmoop. Speichern wir auch und den ausgerenkten Kiefer. Wir brauchen definitiv mehr Attack Speed. In diesem Tempo gibt das keinen. Level 10 garantiert. Ein episches Upgrade. Immer die drei Rüstungen. Welle 9 gibt immer gut Geld. Läuft doch super. Da kann man sich nicht beschweren. Nein, brauchen keine Panikwurst. Mehr Crit. Und Rüstung macht Schaden. Was nehmen wir mit? Was haben wir denn jetzt? Eine Sekunde. Auf 6 ausweichen. Jetzt brauchen wir nur noch Lebensabzug. Damit wir uns quasi mit den Schlägen heilen. Deutlich besser als Lebensregeneration. Hier wären unsere 6 Ausweichen wieder. Mehr Leben.
nehmen wir? Wird in Welle 11 erscheinen. Ah ja, super. Also jetzt, ja, dann mal ab. Aber nicht untertrieben mit der Horde. Oh jo. Rüstung. Würfeln immer gut. Oh, der Traktor wurde genervt. Von 60 auf 40 Ernte. Das nehmen wir auch mit. Und den Helm. Und den Baum speichern wir. Lebensabzug merke ich noch nichts. Wieder was garantiert Episches. Mehr Rüstung bringt schon fast gar nichts mehr. Ausweichen. Das Schwert, das Ding. Schaden haben minus 4%, jawohl. Was sind das denn für komische Tentakelviecher?
Wir halten auf jeden Fall eine Menge aus. Immer gut. Schaden. Schaden. Diese kleinen hässlichen hier. Mal mitten rein. Zwei Angriffstempo pro Ausweichen. Ja, auf jeden Fall. Und doch auf Lebensregeneration. Sammelreichweite nehmen wir mit und eine Horde wird erscheinen, na dann. Ab dafür. Sind wieder diese komischen kleinen Tentakelviecher. Oh, so und so ein großer, der hier einfach random über die Karte klopft. Oh. Also Killspeed ist da. Macht Spaß. Oh, ausweichen. Das sperren wir uns bis kurz vor Schluss. Die Pickelmenschen wegmachen, weil die buffen ungemein. Das ist ja
Ist immer noch eine gute Clear Speed, also macht auf jeden Fall schon was her, der Damage. Zwei Rüstungen sind 4 Damage, ne? Meine ich zumindest. Zwei Nahkampfschaden pro Rüstung, ja. Glück. Ah, sperren wir mal gucken. Welle 17. So, was geht denn mit dir? Der war auf jeden Fall schlecht drauf, also. Dreihunderter Crits sind auf jeden Fall akzeptabel, sagen wir es mal so. Schaden, eine Rüstung, 3 Tempo. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber müssen wir doch mal die Pickligen ausradieren hier. Minen brauchen wir keinen. Ne. Wir rollen auf die neuen Ausweichen.
Ja. Hatten wir schon schwieriger. In der Vergangenheit. Ah, Lebensregeneration. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Schaden. Nee, lohnt nicht. Lassen wir so und ab dafür. Nein. Ist es wahr? Oh nein. Das war jetzt scheiße. Ah, zu greedy. Das war zu greedy. Ich könnte kotzen. Und auf ein neues. Egal, definitiv wieder Angriffstempo. Und Glück. Ja, lassen wir so. Nochmal Tempo. Ah ja, und Crit, genau. Regeneration, Max Leben, ein Schwert und weiter.
Ja, Rüstung ist Schaden. Die ist wichtig. Und das nächste Schwert. Welle 5 ist auch so eine kleine Farmwelle. Habe ich mal festgestellt. Irgendwie ganz nützlich. Bei denen darfst du nur nicht viel rumlaufen, weil dann hast du die ganze Karte mit Material voll, was du nicht sammeln kannst. Rüstung. Holzfällerhemd auf jeden Fall. Rüstung. Maximales Leben. Nächstes Schwert. Und ab. Immer schön in die roten Kugeln laufen, das erhöht auf jeden Fall meine Lebenserwartung. Schwierig. Angriffstempo nehmen wir mit. Nächstes Schwert. Dieses hässliche Vieh wieder bei den Eiterbeulen. Da kommen gleich zwei, wenn man die Pickel nicht wegmacht. Ausweichen. LP-Regeneration. Läuft aber eigentlich schon wieder ganz gut. Ja. Ausweichen. Ja,
Ja. Leben. Nahkampfschaden. Ein weiteres Schwert. Nahkampfschaden. So ein Kapuzenpulli for free wäre nochmal cool. Ausweichen. Das nehmen wir mit und wir gehen nebenbei auf Tempo. Ja, jetzt müssen wir die Welle überleben. Die wird wieder... hässlich. Oh Junge. Oh, puh. Die war aber richtig hässlich. Jo. Da ist einfach mal Potato abgekleistert. Sehr gut. So mittendrin. Statt nur dabei. Welle 12. Gerade geschafft.
Jetzt kommt er mir mit Neustarten. Aber schön, dass das Spiel zwischenspeichert. Verflucht sind das viele, das ist... Schön, dass ich eben zwei Kisten hatte, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich die Welle neu machen muss, aber... Da haben wir eine. Dafür war sie jetzt aber auch irgendwie leichter, habe ich den Verdacht. Schaden. Abrisskommando im Hintergrund, jawohl. Ach Mist, da war Tempo. Lifehack. Oh, Itempreise. Oh. Ich dachte, das wären immer die gleichen. Aber das sind verschiedene. Okay, der chargt hier durch die Gegend und schießt Kugeln, ja, sehr gut. Ach, diese Pickeltypen sind auch noch gleich hier, diese
Aha, haut mal ab hier. Ah, okay. Also den zu vernichten ist ein garantiertes Legendary Item. Dafür haben wir es dann hier. Sehr gut. Ah. Ich Dummkopf. Ja, egal. Muss ich jetzt halt durch. Wieder die Pickligen kaputt machen. Ujo. Oh, hier. Komm her. Schaden. Wurst weg. Schwert definitiv mitnehmen. Brauchen wir nicht mehr den Umhang. Ich hab's schon wieder getan. Egal. Auch die Welle kriegen wir irgendwie wieder rum. Ach, das sind jetzt nur noch hier diese komischen Kasperköpfe. Nee, brauchen wir nicht. Erleben. Welle 18 und ein neuer. Ach, das war der. Ja, okay. Gespannt, was der jetzt als Item dabei hat. Er stirbt auf jeden Fall deutlich schneller wie die anderen. Gott, diese ganzen Pickelköpfe habe ich gar nicht gesehen, weil ich mich voll auf diesen Elite konzentriert habe.
die Pickel habe ich auch übersehen, ja. Wow. Verkackten Diplom, ey. Mehr Tempo. Bringt mir so gar nichts, ne? Ausweichen bin ich am Cap. Ja. Zwei Rüstungen. Weg. Was haben wir denn jetzt an der Attack Speed? 0,52. Oh. Liegt aber auch an der Reichweite, glaube ich. Könnten noch ein bisschen Crit aufbauen oder zumindest versuchen sollen in der letzten, für die letzte Welle. Ein Crit ist nur ein bisschen arg wenig. Ich meine, der Schaden ist gut. Kommt auch noch mehr. Gut, muss passen. Ich will nicht schon wieder sterben, ich werde aber schon wieder sterben. Gottverdammt! Ich krieg zu viel. Zweiter Mal, zweiter Run, zweiter Mal. Kurz vorm oder bei der Bosswelle krepiert. Das ist schon sad. Aber ja, es ist wie es ist. Und ja. Traurig aber war. Again. Ich brauche mehr Life Rack, also alles andere bringt nichts. Alles schön und gut. Ach.
gucke jetzt mal, wenn ich nur Reichweite einbüße, ob das dann genug Attack-Speed produziert, dass man damit quasi schnell genug unterwegs ist. Schade. Schwert. Und das speichern wir auch. Habe ich das gerade richtig gesehen? Drei Wellen mit Elite-Viechern. Säckchen wäre toll für die Kisten. Das sind immerhin 20 Münzen pro gefundene Kiste. For free. Na komm. Rüstung nehmen wir mit. Tempo. Max Schaden. Bäume sind auch gut. Nein, kein Explosionsschaden. Oh, drei Rüstungen. Nehmen wir mit. Oh Gott.
Crit. Crit wichtig. Bisschen Angriffstempo kann auch nicht schaden. Da ist es doch. Wie viel Glück habe ich? 15. Oh. Jetzt vielleicht nicht immer mitten reinrennen. Ach, Rüstung wieder reingeholt. Noch groß getönt, ich müsse unbedingt auf Lebensregeneration gehen, weil das sonst schief geht. Ich habe gar keine. Aber da wäre Folter eigentlich schon ein gutes Item. Einfach nur, weil ich 3 Leben pro Sekunde regeneriere. Das ist immer noch besser als gar keins. Aber dann kann ich mich nicht mehr mit den komischen Kaktus-ähnlichen Pflanzen von den Bäumen heilen. Dann muss ich mich halt voll und ganz auf diesen Life-Rack verlassen. Pulli wäre jetzt halt wieder ein super Item. Aber ich glaube fast nicht, dass ich diesen das dritte Mal in Folge bekommen würde. Weil es einfach schon zu verrückt wäre. Ausweichen. Mal gucken können.
1,21. Oha. Sehr gut. Ja, nehmen wir auch mit. Aber klar, doch nehme ich die Reichweite nicht. So langsam. Wären Schwerter noch mal ganz nützlich. Wurde auch genervt von 50% auf 33%. Okay. Entschuldigung, wollte nicht vors Mikro klopfen. Also falls jetzt einer Kopfhörer anhatte, tat es mir sehr leid. Wieder ein Elite. Ja.
Ja. Und wieder ein legendäres Item gesichert. Ich hoffe mal, das ist wirklich der Kapuzenpulli. Einfach nur damit er wieder ordentlich. Oh. Nein, war nicht der Kapuzenpulli. Chance nehmen wir. Stimmt, ich habe ein Sparschwein, was ich nicht nutze, weil ich quasi immer das ganze Geld ausgebe. Angriffstempo 3, 1,5 bei minus 47 Reichweite.
Heute Abend alle unterwegs. Oder was? 4 Technik sind 25 Schaden. Ach, komm, für lau. Nehmen wir das mit. Welle 18. Oh, was bist du denn für ein hässliches Arm Arsch, mein Freund. Wie viele spawnst du denn von diesen Teilen, du Pissschädel, Alter? Was ist denn mit dem nicht richtig? Jetzt schießt auch noch Kugeln. Stirb. Geht doch. Alter, finde ich, das war auch wieder. Ein sehr wilder Spinner. Komm schon. Viecher hier. Alle nicht ganz normal. Oh, wie viele Teile spawnen die denn? Mehr Crit. Ausweichen, okay. Könnten wir sogar noch was oben drauf legen. Ahaha. Fällt mir gerade was ein, was ich vergessen habe zu tun, bevor ich mich hier hingesetzt habe. Muss passen.
Kein Glück. Kein Glück. So.
So, da sind wir wieder zurück. Ja, versuchen wir es nochmal, wa? Muss doch zu schaffen sein. Nicht genug fürs Schwert. Crit. EP und Reichweite runter. Und immer noch nicht genug Lebensregeneration. Schaden minus Reichweite. Gib ihm. Hohoho. Nahkampfschaden, Rüstung, Schwert, Glück. Immer mitten rein. Rüstung. Crit. Schwert. Abfahrt. Reichweite. Ausweichen.
Lebensregeneration, Holzfällerhemd. Schwert speichern. Und weiter. Heia. Oh shit. Puh. Schaden. Schwert. Noch ein Schwert. Entchen speichern. Rüstung speichern. Heute Abend ziemlich viele wohl unterwegs zum Feiern. Verständlicherweise. Oh Gott. Nicht sterben. Glück gehabt. Schaden. Crit. Ente, Rüstung, Rüstung. Speichern. Speichern, speichern. Wie viel? 6 Lebensregeneration. Welle 9. Oh, gute Welle, gute Welle. Leben, ausweichen. Schwert, Ritual. Lebensregeneration. Mehr Bäume. Einrüstung. Ja. Ich wäre heute eigentlich auch wahrscheinlich unterwegs. Oder ich morgen dienstlich am Feiertag wohin muss. Verbringen wir den Abend zu Hause. Versuchen die, denen es ähnlich geht, und den ich hier drüber zu bespaßen.
Brauchen wir nicht. Lebensregeneration nehmen wir mit. Das auch. Jetzt kommt eine Elite. Mal hoffen, dass... Gott, das ist der, der diese Pickles spawnt. Oh. Werde ich nicht kaputt bekommen, glaube ich. Nee, keine Chance. Schade. Mehr Schaden. Schwert, Helm. Und Glück. Hier, er heilt. Er mit den Knochen in der Schnute. Das ist dumm. Acht Leben pro Sekunde. Schaden, Lebensentzug, ja. Nö. Jawohl. Oh, jetzt kommt die Hordewelle.
Oh, easy. Was macht der rote Kapuzenpulli eigentlich nochmal? Sorry, kurz dunkel. Angriffstempo. Pro Ausweichen, ja. Lebensregeneration. Brauchen mehr Schwerter. Ja. Rüstung. Elitewelle. Hm.
brauche noch 15 Ausweichen, damit sich's rechnet. Jawohl, und da ist das Ding. Plasmahammer und Dämon freigeschaltet. Was gibt's denn jetzt noch Neues? Töte mit einer einzigen Explosion 15 Gegner, erreiche 300 Reichweite. Schwereres gibt es aktuell nicht. Gibt es hier einen, der Reichweite stackt irgendwie? Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber bei was würde sich denn die Reichweite lohnen?
Ja, dann weiter auf Glück. Die MP nehmen wir mit. Schredder und Pistole. Ausweichen, Schredder, Pistole und dann machen wir damit weiter, wo wir eben aufgehört haben, ne? Mit brauchen wir nicht. Crit. Angriffstempo. Bäume. Besserer Preis. Armbrust nehmen wir auch mal mit. Einfach nur um zu gucken, was die kann. Versuche einfach in diesem Run 300 Reichweite zu bekommen und einfach mit einer Explosion 15 zu töten. Dann brauche ich nicht nochmal einen machen, nur für diesen Erfolg quasi. Elefantenbaby. Ausweichen.
nicht geguckt, ob es eine Hordewelle gibt oder nicht. Verpeilt sein kann ich, ne? Also muss ich ja dabei sagen, ist schon atemberaubend. Und was habe ich wieder nicht geguckt, richtig? Ob es auf dem Schwierigkeitsgrad Elite oder Horde gibt. Und wieder vergessen zu gucken. Ich würde ja sagen, Chat erinnert mich dran, aber keiner da, der mich dran erinnern kann. Aha. Und falls doch, entschuldige ich mich, dass ich es nicht wahrgenommen habe. Immer gut. Mehr Glück. Reichweite. Nein, hier gibt es keine Elite oder sonstiges.
Lalala. Okay, Leute, ich sage einfach mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das auch nachträglich guckt und ein Follow da lasst, um dann keine weiteren Streams zu verpassen. Und ja. Habt noch ein schönes Halloween, morgen einen schönen Feiertag und spätestens bis Freitag. Ciao.